Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Sie wirkt unglaublich mitfühlend und traurig. So, geht das Gespräch sofort los? We wanted to give you the facts about the accident, ma'am. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I... Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Gut, dürfen wir jetzt auch selbst Fragen stellen. Ich dachte schon, das bleibt jetzt so. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Von mir aus könnt ihr auch einfach so quatschen. 33, Moment, wir haben doch das Jahr 1947. Die haben sich im Jahr 1944 kennengelernt und geheiratet. Das heißt, sie war 30, als sie ihn kennengelernt und geheiratet hat. Sind die damals nicht schon viel eher unter die Haube gekommen immer? Bisschen komisch, oder? Ach, ich weiß nicht. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Naja, war eigentlich schon so, ne? Aber... Die Alte, die guckt schon so böse. Die weiß doch irgendwas. Wir zweifeln das mal an. You expect me to believe that, Mark? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. So, oh, das scheint sogar gestimmt zu haben. Das ist aber schön, dass das mal funktioniert. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Ich meine, ach so, wahrscheinlich ob wahrscheinlich soll man jetzt mit Wahrheit sagen, die haben einfach nur über Normales gestritten und mit Anzweifeln, dass irgendwas tiefere Gehendes dahinter gesteckt hat, oder? Das ist halt blöd sowas. Also in so einem Fall mit Wahrheit anzweifeln, Lüge. Ich meine, sie hat gesagt, ja, wir haben gestritten. Das ist die Wahrheit. Von daher, das ist eigentlich blöd in solchen Fällen Wahrheit und Lüge zu sagen dann oder das irgendwie einzuschätzen. Ich mache jetzt trotzdem mal anzweifeln, weil ich mal annehme, dass da irgendwie mehr hinter dem Streit gewesen sein wird und dass die darauf abzielen dabei. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Yay. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. Bukowski ist so total, der überhaupt nicht einverstanden damit. So, ich mache an der Stelle mal eine kurze Aufnahmeunterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wir sind immer noch in dem Haus und ich wollte noch mal ganz kurz hier einen Blick in die Zimmerchen werfen, die wir betreten können. Oh, ist das eine andere Wohnung oder wie? Ist ja merkwürdig. Na gut, zumindest hier können wir noch mal reinschauen. Trink erstmal einen. Richtig. Junk.
So, ne, ich glaube, hier werden wir auch nichts weiter finden, oder? Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Das ging schnell. Gut, ich würde sagen, dann machen wir das auch. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Nee, ne? Gut, dann lassen wir das ja alles mal, wie es ist. Ich glaube, wir werden ja auch nichts weiter rausfinden bei denen. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. Okay. Dann ist sie jetzt gleich ganz allein und wir machen uns auf den Weg zum Gerichtsmediziner. Ja, auf ins Leichenschauhaus zu Sheltons Wohnsitz kommen wir dann später noch. Städtisches Leichenhaus der Central Division von Los Angeles. Auf geht's. Kannst du mal bitte die Sirene machen? Ach, dankeschön. Wenn es jetzt langsam Tag wird, da ist es vielleicht doch besser. Der Berufsverkehr müsste ja jeden Moment einsetzen. Nehme ich mal so an. Oh. Gar nicht gesehen. Wer hat denn da das Ding hingebaut? Ah, schön. Einmal links und rechts vorbeigeschielt an dem Mast. Gut, was soll's. Passiert. Ich habe zielsicher dagegen gesetzt. Wunderbar. So, nehmen wir das noch kurz mit. Ich dachte mir schon, dass irgendwann... Oh, wir fahren auf den Gleisen. Na gut, warum nicht? Ich dachte mir schon, dass jetzt irgendwann wieder so ein Fall mit aufkreuzt. Dann schnappen wir uns den mal kurz. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es weg ist, aber ich bin gerade auch zu faul, die Karte aufzumachen, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach mal so. Ach, siehst du, ja. Bleib doch mal da links! Ist ja gleich um die Ecke. Husch, husch, Banditen. What took you so long? They're getting away! What happened here, sir? They had guns. Dirty Louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Selbst deine Schuhe haben sie genommen? Okay, Verdächtige finden. Halt, was liegt denn hier rum? Eine Marke? Okay. Versteckte Marken. Ach, das ist auch wieder so ein Sammelzeugs. Na gut, warum nicht? Haben wir das auch nochmal gleich mit so nebenbei gemacht. You look like a rat with no teeth when you watch. LAPD! So, dann mal wieder die Schießereinummer, okay. Kommt der noch raus? Oh, schön ins Gesicht. Zwei Stück. Ha. Kinderkram. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. It's code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. So, dann nehmen wir doch jetzt mal wieder die eigentliche Einsatzkarre und lassen mal den Leichenwagen hier stehen. Ja, wir könnten ihn natürlich jetzt ins Leichenhaus zurückbringen, okay, aber nö. Einfach nö. So, ich finde auch schön, wenn irgendwelche Bösewichte was machen und eine Waffe in der Hand haben, dann bringt Cole sie sofort um. Nichts mit Entwaffnen oder so und dann gefangen nehmen. Nein, es werden alle sofort umgebracht. Also in Coles Nähe möchte ich echt kein Verbrecher sein. Da wirst du ganz schön gefickt. So, schauen wir mal. Mal sehen, wie weit das ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gerade eben schon, ich bin zu faul, auf die Karte zu schauen. Das ist ja jetzt bestimmt mit im Hauptquartier vom LAPD, oder? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Naja, wir werden es sehen. Verzeihung. Look out! Ja, ja, war ganz gut als Bremse jetzt gerade. Ich weiß, du wirst das nicht so schön finden, dass ich dich als Bremse missbrauche, aber ist mir doch egal.
Und da sind wir halt auch schon. Leichenschauhaus. 5.56 Uhr. So, dann schauen wir doch mal, ob er noch irgendwas Besonderes rausgefunden hat. Können wir hier irgendwie rumschnüffeln? Nee. Hätte das sein können. So, in der Viewing Gallery müssen wir dahin? Nein. Probieren wir es doch mal hier drüben in der Morgue. Wir können den Driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Okay. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. Okay. We need to hit Reyes one more time and trawl for evidence. Ich würde sagen, wir schauen vorher trotzdem erstmal bei dem Fahrzeugführer vorbei. Einfach aus dem Grund, weil er trotzdem Fahrerflucht begangen hat. Und das müsste man auch mal aufklären. Er hätte ja auch stehen bleiben können, ne? Wie man das als normaler Mensch so tut, wenn man aus Versehen jemanden überfährt. Egal, ob man schuld ist oder nicht. So, gehen wir mal zu Sheltons Wohnsitz. Eingetragene Adresse von Lincoln Continental-Besitzer William Shelton. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu weit ab vom Schuss, aber wir werden es wohl sehen. So, mal gleich ohne Sirene hier. Ich will nicht immer mit der Sirene durch die Gegend fahren. Wie ich schon mal festgestellt habe, die verhalten sich dann doch manchmal sehr unvorhersehbar. Ach gut, selbe Richtung, das ist schön. Das ist ja ganz praktisch, wenn alles auf einem Haufen ist. Na gut, ganz auf einem Haufen scheint es nicht zu sein. Ah, hier ist schon das Häuschen, ne? Das ist aber ärgerlich. Na, fahren wir erstmal dran vorbei und schauen uns mal den Tatort an. Wobei, der ändert sich ja gar nicht von der Richtung her. Ist der so weit weg, Mensch? Ach du Scheiße. Nee, dann nicht. Das ist mir zu weit. Dann drehen wir einfach mal rum. Und fahren direkt zum Haus von Mr. Shelton. Da haben sie halt Pech da unten. Dann müssen sie halt alleine machen. Ist mir egal. Ist aber auch blöd, dass man immer sieht, wo der Einsatzort ist, wenn man das dann schon angenommen hat, ne? Die könnten es doch auch direkt anzeigen. Sheltons Wohnsitz, 7.04 Uhr. Den Wagen haben wir schon mal. Sheltons Wohnsitz, 7.43 Uhr. Na, so ganz unschuldig sieht er mir aber nicht aus. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Ach, wie nett. That coward thinks he can run from everything. William Shelton verhaften. Naja, damit hat er sich ja jetzt gerade schon wieder was eingebrockt, warum er verhaftet werden muss, selbst wenn er nicht für den Mord verknackt wird. Die Leute stellen sich aber auch an hier. Seltsame Stadt. Echt seltsame Stadt. Lay into his wheel arches. Come on. Da bin ich schon dabei, aber die Kiste hat nicht genug Schwung. So, vielleicht kann ich ihn ja hier so... so ein bisschen zumindest. So, fahren wir weiter. Geradeaus. So, du kriegst den aber auch nicht aus der Bahn gedrängt, ne? Die Kisten sind wie festgeeist. Scheiße.
Das war ärgerlich. Don't let that asshole get away. Ach. Ah, der war ganz gut. Aber auch wieder nicht genug Schwung dabei. Normalerweise hätte das den total ausgehebelt. Naja, ich denke mal, allzu weit wird er wohl nicht entkommen können. Der wird wohl früher oder später von alleine irgendwo dagegen fahren. Seltsamen Kurs auf jeden Fall, den er einschlägt. Und da haben wir doch. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Manslaughter für Totschlag, auch interessant. Gut, haben wir den Kerl geschnappt. Geh mal kurz her hier, er ist von der Polizei beschlagnahmt. I'm sorry, sir. Police officer, I need your car. Es ist ganz dringend, Gefahr im Verzug, deswegen brauchen wir jetzt das Auto. So, ich wollte mal ein neues ausprobieren und wir müssen uns auf jeden Fall mal ein neues Ziel geben. Wieder zurück zu Race Café. So, wie weit war denn das denn hier? Ach, das ist ja gar nicht so weit. Schön. Dann gib mal Yumi. Bekowski wird es bestimmt auch gut heißen, dass wir immer mal hier die Karren wechseln und jetzt auch mal mit einem Cabrio durch die Gegend fahren. Ich meine, ist doch schönes Wetter. Warum sollte man das nicht tun? Gut, für die Leute, denen das Auto gehört, tut es mir natürlich leid, weil sie den irgendwann mal irgendwo zurückkriegen und dann wahrscheinlich total demoliert, wenn ich damit fahre. Aber ist ja nicht mein Problem. Der Staat bezahlt's. Und zurück beim Café. 9.02 Uhr mittlerweile schon. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Hintergasse an. Aber wir können ja erst einmal hier vorne schauen. Ja, hier direkt wird wohl nichts liegen. Im Papierkorb wahrscheinlich auch nicht. So blöd waren sie wohl nicht, denke ich mal. Das ist ja klar. Gut, ich rede mal ganz kurz mit dem Barmann. Lester could be a heel. We just wanted to check the crime scene over one that's more time. That's a lousy way for anyone to go out. If that's all right. Can you be quick about it? Cops are bad for business. Really? We'll tiptoe, Sabo. You won't even notice us. Ah, das zeige ich jetzt erst, dass der Mr. Sabo der Barbesitzer right. ist. Step by step, check every inch of ground. Ist irgendwie nicht das erste Mal in dem Spiel, dass ich es gar nicht mitkriege, wenn irgendwelche Namen mehrfach auftauchen. Das war schon ganz am Anfang mit Floyd Rose der Fall. Das habe ich dann erst beim nochmal Anschauen des Videos gesehen. Shrink to the stars. Promises metal breakthrough. So, geistiger Durchbruch. Na, schauen wir uns das Video dazu mal an. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can, unfortunately, be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor?
many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. War doch klar, dass der irgendwelchen Dreck am Stecken hat, der Kerl. So, mal schauen, ob wir noch irgendwann auf den treffen werden. Da bin ich mir nicht so sicher, aber kann schon durchaus sein. Immerhin schon die zweite Zeitung. Wahnsinn. Können wir eigentlich auch mit ihm reden? Nee. Nein, die Zeitung, die will ich nicht nochmal. Das hatten wir schon. Kannst du wieder hinlegen. So, ich denke mal, hier im Schankraum werden sie wohl auch kaum das Messerchen versteckt haben. So, schauen wir mal hier hinten im Klo. Oder was auch immer hier ist, keine Ahnung. So, kommen wir denn hier wenigstens hier rein? Ja. So, this is why everybody comes to raise. Aha. Illegales Glücksspiel. So, ansonsten scheint hier aber auch nicht viel zu sein. Am Tisch scheint es nichts Interessantes zu geben. So, hier gibt es auch keine Ermittlungsmusik. Von daher glaube ich, wird hier hinten wohl nichts sein. Könnten wir ihn vielleicht mal wegen dem Schlüssel befragen? Das wäre doch ganz nützlich, oder? Nein, ich will doch nicht die Zeitung. Och Leute, müsstet ihr den direkt neben den Typen legen? Ja, ich will es mir nicht nochmal anschauen. Dankeschön. So, dann checken wir mal hinten die Gasse aus. Das war sowieso von vornherein meine Idee. Aha, das ging aber schnell. Confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Gut, wunderbar. Gibt's vielleicht sonst noch irgendwas, was wir hier entdecken können? Keine Ahnung, irgendwas, das auf dem Boden rumliegt. Ja, wahrscheinlich eher nicht eine leere Flasche. Die ist bestimmt uninteressant. Doesn't look like anything. Ja. Nee, hinten hört auch die Musik auf. Okay. Dann gehen wir mal kurz rein. Ich nehme mal an, die meinten jetzt den Typen, dass wir ihn damit konfrontieren sollen, oder? Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Alter. Go. Da hat aber einer ein Problem. Ah, jetzt ist die Tür offen. Alles klar. It's too late, Sabo. So, ich krieg dich schon noch. Beziehungsweise mein Kollege kriegt dich bestimmt gleich. Ich nehme mal an, Bukowski wird ihm wohl irgendwo wieder den Weg abschneiden. Das ist aber verdammt schnell, der Kerl, ne? Sabo, stop or I will shoot. Was hast du den denn eingeworfen? Ach schön, nach oben. Super. Nach oben ist immer gut. Nach oben heißt, er kann nicht unendlich weit flüchten. Aber auf zu schießen, Alter. Kann ich ihn umrennen? Oder geht das nicht? Das war interessant. Was war das denn? Alter, ich bin durch ihn durchgerannt. Ich hätte ihn voll umreißen können. Aber was soll's? Das Spiel will das ja nicht so. Wir müssen ihn ja erschießen, wie es scheint. Dann machen wir das halt nochmal. Das war bizarr. Das war durchaus sehr bizarr. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Gut, diesmal ohne Gnade, diesmal wird er niedergestreckt. Jetzt ist er dran. It's too late, Sabo. Ah, schade. Hätte er klappen können. So, aber diesmal treffe ich ihn doch, oder? So, Problem gelöst. Warum soll ich erst da hochrennen? You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up Mrs. Patterson. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value.
You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, Detective. I like that. Keep up the good work. So viel Lob, meine Güte. Der Kerl ist ja nur voller Lob für uns. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir sind sein Liebling. So, Marriage Made in Heaven ist damit abgeschlossen. 8 von 9 Hinweisen gefunden, 6 von 8 Fragen richtig. Mal wieder einen Hinweis nicht gefunden. Irgendwie habe ich immer einen Hinweis, den ich liegen lasse. Wenn du die Beweise eher zusammengestellt hättest, hättest du sowohl Lorna als auch Leroy überführen können. Okay. Was wollt ihr mir damit sagen? Ich will doch an alle Tatorte gehen. Naja, was soll's. Haben wir sie also davon kommen lassen? Sowas.